Heißmann ist eigentlich aus meinem Wunsch entstanden, den ich schon als Kind hatte, auf dem Bauernhof zu leben. Bonny, Bonny, Frühstück. Ich wollte die pure, reine Kindheitsfantasie mit Tieren und lieben Menschen um mich herum. Komm. Komm. Und dann haben wir sehr bewusst überlegt, wer würde denn davon am meisten profitieren, hier mit uns zu leben. Und wir haben gedacht, es müssten im Grunde Menschen sein, die besser gestellt sind, wenn sie ein bisschen Anlehnung haben. Und wenn man anfängt zu wissen, was man will, kann man Berge versetzen. Denn die Kraft der Absicht ist unerschütterlich. Wenn ich heute diese Bilder angucke, wie das hier aussah, denke ich auch manchmal, was hast du dir denn dabei gedacht irgendwie? Wie hast du das denken können, dass das fertig wird, dass wir das schaffen? Guck mal, da setzt sich schon dieses Grinsen ein, wenn wir auf den Hof fahren. Ich liebe diesen Hof. Das wird unsere Reithalle. Und da unser Wohnhaus in Spee. Und die Ponys in Spee. Die Risikoübung meines Lebens war, meinem Mann anzuvertrauen, dass ich diesen Hof kaufen wollte. Weil wir haben vorher, ganz kurz vorher, ein Haus gekauft. Ich habe da gestanden und habe gedacht, scheiße, ich bin falsch abgebogen. Irgendwie, ich wollte einen Bauernhof und jetzt wird es echt eng. Ne? Ich war 40 Jahre alt, hatte Haus und Kinder und so und es war alles so. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du diese Mutprobe irgendwie bestehen, weil sonst kriegst du definitiv keinen Bauernhof. Wenn du jetzt nichts sagst, kriegst du keinen Bauernhof. Dann wirst du nie einen haben. Und dann sind wir spazieren gegangen und dann habe ich wirklich, ich hatte das Herz bis hier klopfen, obwohl es mein Ehemann war, und habe dann rausgebracht, ich weiß noch, wo wir hergegangen sind, als ich das gesagt habe, Stefan, ich muss dir was sagen, ich möchte diesen Hof in Darup kaufen. Sie möchte diesen Hof haben. Und ich habe gedacht, hast du sie nicht alle? Ja, warum jetzt? Wir haben gerade ein Haus gekauft. Wir haben alle unser Vermögen in dieses neue Haus gesteckt. Wir sind eine kleine Familie. Und was sind das hier für Kaliber? Das war, wo kommt das her? Und dann sind wir durch diese Ruine gelaufen. Da sieht ja alles noch recht solide aus. Wobei jetzt, aber es muss schon was gemacht werden, damit es... Ja, das stimmt. Vor uns stand ein altes Gebäude, welches 150 Jahre alt war und da war nichts mehr großartig gemacht worden. Das war Schrott. Das war gut gepflegter Schrott. Und ich habe gedacht, wow, das ist jetzt erstmal, das ist ein Schlag in meinen Magen. Das muss ich erstmal verdauen. Und da musste ich mit mir ganz schön in Diskussion gehen. Als Stefan sein Einverständnis zu diesem Hof gegeben hat, hat er irgendwie eher resignativ gesagt, okay, ich krieg dich da sowieso nicht von weg von diesem Gedanken, kannst du machen, aber halt mich da raus. Ne? Also er hatte noch einen Job als Maschinenbauer und den wollte er auch weitermachen und hat er gesagt, dann mach das, aber ich will damit nichts zu tun haben. Also das muss ich ein bisschen korrigieren, nichts zu tun haben stimmt so nicht. Ich habe gesagt, ich bin nicht der hier dir den Hof fertig macht. Ja, genau. Denn das ist zu viel, das kann ich nicht in der Menge. Ich habe dann über die Zeit mich damit auch auseinandergesetzt. Okay, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Was kann dieser Hof, was darf dieser Hof kosten? Wir hatten ja nichts, wir hatten am Ende des Monats 150 Euro Miese auf dem Konto, wie alle anderen jungen Familien auch. Ich bin zur Bank gegangen und wurde belächelt und wieder nach Hause geschickt. Und dann bin ich wieder zur Bank gegangen und mit einem Businessplan in der Tasche. Und dann bin ich wieder zur Bank gegangen mit einem geänderten Businessplan in der Tasche für dieses Ding. Ich sage heute, das war mein Banküberfall. Ich bin bewaffnet mit einer großen Vision in die Bank gezogen. Und ja, habe zweimal 500.000 Euro Kredit aufgenommen. Als wir diesen Hof gekauft haben, da gab es den Tag der Schlüsselübergabe mit der Vorbesitzerfamilie. Und da wurde mir so mit geballter Kraft und Wucht
deutlich, was ich jetzt für einen Brocken von Verantwortung auf mich geladen hatte. Vorher war alles Spiel und jetzt war es plötzlich echt und real. In erster Linie möchte ich Ihnen mal für Ihr Vertrauen danken, weil Sie haben, jetzt muss ich gleich noch holen, Sie haben ja, von Anfang an irgendwie an meine Pläne geglaubt. Ja, meine Spinnenpläne. Nein, die sind nicht spinnig, das ist schon richtig. Das kommt schon in guten Händen. Ich habe das Gefühl, dass das ganz gut läuft. Mit so viel Enthusiasmus muss man auch so etwas angehen und Sie halten das auch durch. Jetzt muss ich mal was machen, was ich schon seit ungefähr Januar gedacht habe, was ich jetzt tun werde. Ich habe einen Bauernhof gekauft! So, jetzt wissen es auch 2000 Leute im Raum. Okay. Juhu! Holz! Yes! Das war schon gewaltig irgendwie. Ich hatte ja null Erfahrung im Bau. Ich hatte noch nie ein Haus gebaut oder irgendwas mehr gemacht als irgendwelche Wände frisch gestrichen. Null. Keine Erfahrung. Keine Ahnung. Und da hatte ich auch echt Stress, da habe ich auch geweint morgens irgendwie und dann wusste ich auch nicht so richtig, wie mit meinen Gefühlen umzugehen war. Mir war nur klar, okay, lauf los, mach was draus, ne? Irgendwie. Also hier ist ja der Eingang für die Apartments. Und hier soll ja eine... Das ist der Haupteingang, ja? Der ja. Haupteingang für die Apartments auf der Tenne. Ja. Da ist Dusche. Nee. Da ist Toilette. Da ist Toilette, du stehst in der Dusche und da ist Waschtisch. Ich bin total erschlagen von der Fülle an neuen Infos hier. Ja. Sie macht das und sie hat nach wie vor mein vollstes Vertrauen. Ich glaube an das Konzept, an das, was dahinter steht, aber ich bin nicht in der Lage, das hier auszuführen. Wir haben ein paar Kinder, wir haben eine Familie und das merkt man, ne? Da bleiben jetzt Dinge liegen irgendwie. Ne? Und es führt zu Spannung, na klar. Also das ist die Herausforderung, die ja in jeder Ehe besteht, die Balance zu finden und zu halten. Und das ist eine Aufgabe, eine fortwährende Aufgabe. Und ja, das gelingt uns mal besser und mal weniger gut. Ich wäre wahrscheinlich gescheitert, wenn ich es alleine gemacht hätte, ohne Stefan an meiner Seite. Stefan wäre es gar nicht angegangen, ohne mich an seiner Seite, die sagt, das kriegen wir schon hin. Schöner, als ich es mir hätte vorstellen können, aber das stimmt nicht. Ich habe mir das so vorgestellt, als Kind schon. Irgendwie dachte ich, das Leben müsste so sein. Viele Tiere, viele verschiedene Menschen, mittags zusammen am großen Tisch essen. Hallo. Ja. Wie war es in der Schule? Gut. Wir haben ziemlich früh uns sehr genau überlegt, wen wir hier wohnen haben wollen. Und da war eigentlich schnell so der Gedanke, ja, Menschen mit Behinderung könnten das sein. Menschen mit dem Autismus-Spektrum, Menschen, die es irgendwie schwer gehabt haben im Leben und vielleicht aufgrund ihrer Erfahrungen einfach nicht gut klarkommen, wenn sie alleine in der Wohnung wohnen. Ich trage gerne die Verantwortung und ich habe da viel Übung drin. Und Stefan ist gerne der mir den Rücken frei hält. Ja. Caroline ist vorpreschend, ist die Rampensau. Die, ja, du willst nach vorne und ohne jemand, der hinten steht und die Zügel hält und ein bisschen bremst, das bin ich, verpufft ihre Energie in alle Richtungen, weil sie 10 Projekte gleichzeitig meistern möchte und das zu viel ist. Dass der Schuh so gut passt, ist nicht Zufall. Das ist eine Folge von einer Menge Entscheidungen, die wir getroffen haben. Man könnte meinen, weil wir so viel arbeiten, uns hier so viel einsetzen, sind wir irgendwann am Ende mit der Energie. Und das ist super wichtig, ne? Nicht aufopfern, weil dann kannst du so nichts durchhalten. Du musst einen Rahmen schaffen, wenn du so groß spielst, der für dich goldrichtig ist. Und das haben wir hier geschafft. Wir haben unseren Platz gefunden. Wir wissen, was wir hier tun und wofür. Und das gibt uns jede Energie für
jeden noch so anstrengenden Tag.